Was eine Plackerei. Hoffentlich ist die Bezahlung es auch wert, dafür so viel zu tun. Nun ja, wir haben ja einen stinkenden Fisch, den wollten wir schon immer mal loswerden und ja. Ich stelle mir gerade vor, wie der Don einen Fisch ins Gesicht geklatscht bekommt. Genau. Au. So, dann haben wir schon mal das erledigt. Wir haben das Deck geschrubbt. Hurra, wo ist denn unser... Ah, Auftragsliste. Deck schrubben. Kartoffel. Oh Gott. Na, es ist zumindest schon mal ein Doppel-F drin. Kartoffel. Schälen. Ja, auch mit Doppel-L geschrieben. Es könnte auch ein Kartoffelfell sein, so wie das da geschrieben ist. Ja, Kartoffel. Ist bestimmt wie Winterfell. Oh, da müssen wir bestimmt irgendwo in irgendeine Küche. Guck dir den Captain an, wie putzig er in seinem Pyjama aussieht. Oh ja. Ist der nicht niedlich? Der ist knuffig, ja. Mit seiner Augenklappe und dem Teddybär. Wollen wir ihm nicht eine gute Nachtgeschichte vorlesen? Das wäre eine gute Sache, ja. Na dann. Guten Tag. Ahoi, ihr Landrat. Ich meine, was wollen Sie hier? Keine Ahnung, auf meinem Zettel steht irgendwas von Captain, Captain, Gneid, Gnacht, irgendwas. Verschwinden Sie, ich warte auf jemanden. Auf uns? Irgendwie sagt er die ganze Zeit dasselbe. Vielleicht müssen wir auch irgendwo vorher ein Buch rausholen. Dann gehe ich erstmal Kartoffeln schälen. Oder kellnern. Es tut mir leid, aber nur Crewmitglieder dürfen sich hier mit Ausrüstung eindecken. Verdammt! Aber ich bin der Bürgermeister von Earthstown. Und außerdem arbeite ich heute auf diesem Schiff, um meine Aufgabe zu erfüllen, brauche ich etwas aus Ihrem Arsenal. Aha, was müssen Sie denn tun? Hier die Auftragsliste. Ich kann kein Wort davon lesen, aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Was brauchen Sie denn? Oh, ich glaube, wir dürfen jetzt shoppen. Nein, das ist ja eine Auswahlmöglichkeit für die Götter. Ich möchte schon fast den Mast absägen. Einfach damit man auch... Okay, ich nehme die Säge. In Ordnung, bitte sehr. Es wäre auch schwer gewesen, eine Kanonenkugel die ganze Zeit durch die Gegend zu tragen. Ach, oh, wenn ich so in mein Inventar gucke. Nun ja. Mr. Mac Schleck Schreck, das ist natürlich ein cooles Item. Mac Schreck Schleck. Ein ganz tolles. Ein Sack. Verdammt, wir haben einen Sack Kartoffeln. Der bringt aber rein gar nichts. Nee, aber wir müssen doch Kartoffeln schälen, fällt mir gerade ein. Das stimmt natürlich. Oh Gott. Oh Gott, ich ahne Fürchterliches. Mit der Säge schälen? Ich stell mir das gerade echt vor. Aber gut, was haben wir denn hier so im Bücherregal? Haben wir nichts. Ah! Möchte Dinge anklicken, aber es gibt nichts zum Anklicken. Noch nicht mal dämliche Kommentare. Moin, was darf's sein? Apfel-Kinderputsch, nein. Eine heiße Schokolade? In Ordnung, das macht 10 GM. Bitte, bitte, ich will mich jetzt beschweren. 10 Goldmünzen! Für eine heiße Schokolade, nein! So viel, das zahle ich nicht. Immerhin arbeite ich auf diesem Schiff. Wenigstens ein Getränk könnten Sie mal spendieren. Der Rabatt ist schon eingerechnet. Billiger geht es nicht. Boah, Sauerei. Rabatt schon eingerechnet? Wie viel Rabatt gibt's denn? 0,0%? Ich will es gar nicht wissen. Aber wir sollen irgendwo Kartoffeln schälen. Ich glaube, dafür müssten wir... Oder wir gehen erstmal kellnern? Ich weiß es nicht. Herr Miguel, Sie sind sicherlich hier, um zu kellnern. Okay, dann gehen wir erstmal kellnern. Oh Gott. Ein Kellner-Minispiel. Ich ahne schon Fürchterliches. Ich fürchte auch. Ganz genau. Brauchen Sie eine Erklärung, was zu tun ist? Ja, die wäre vielleicht nicht schlecht. Vor allem, weil mir hier nie einer sagt, was zu tun ist. Gleich wird der Raum mit hungrigen Gasten geflutet. Bringen Sie den Gästen jeweils das Gericht, was sie sich wünschen. Ah! Ah! Da!
Ist schon wieder ein Fehler. Toll. Ich hoffe, du hast das im nächsten Patch wieder gefixt. Und woher soll ich wissen, welche Gerichte von den Gasten gewünscht sind? Das werden sie schon sehen. Sie müssen etwa 2 Minuten lang durchhalten. Boah, das ganze 2 Minuten! Ja, das ist ja noch machbar. Unsere Küche stellt nach und nach wieder neue Gerichte her. Das dauert natürlich auch jeweils eine gewisse Zeit, also erfüllen Sie zuerst die Wünsche nach anderen Gerichten. Ah, also je nachdem, was gerade da ist. Dabei. Ja, natürlich. Sie dürfen sich maximal 3 Fehler erlauben, sonst ist das aus... Aha! Oh, das ist schon machbar. Wieso? Weil dann das Schiff explodiert. Ich meine, weil wegen ist so, hat sich so eingebürgert. Ah ja, ist klar. Absolute Gewohnheit. Aber ich bin doch der Bürgermeister. Ich bin der Bürgermeister von Earlstown. Was denken Sie sich eigentlich? Dann machen Sie sich bereit, die Gäste kommen sofort. Ach, kurz mal mit den Knöcheln knacken, Fingerübungen sofort? Machen. Wir sind gerade mitten auf dem Meer, wo kommen die her? Naja, wir haben ja gesehen, da sind ein paar Leute auf dem Schiff. Die haben bestimmt alle Hunger. Ach so. Ach, hey. Oh, schön. Da will einer ein Omelette. Bitteschön. Ja, gleich wahrscheinlich auf der komplett anderen Seite des Tisches. Wir kennen das ja. Naja, noch geht's. Noch cool geht's. Gemacht. Der will, keine Ahnung, fritten? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich werde es servieren. Noch einer mit Fritten in der Mitte des Tisches. Ah! Wieder mit dieser epischen Musik. Noch einer mit Fritten. Sogar der fast derselbe. War das nicht dasselbe von eben? Ach du Heilige. Oh, jetzt muss ich an die andere Seite des Tisches. Mm. Hurra! Herr Ober, Herr Ober, Herr Ober. Ah! Ein Glück, dass da die ganze Zeit aufblinkt, was er haben will. Ja, richtig. Ich wünschte, ich könnte jetzt meine Stimme duplizieren. Da könnte ich jetzt gleichzeitig mehrfach sagen: Herr Ober, Herr Ober. Irgendwie hat jetzt keiner mehr Hunger. Auch gut. Oh, da unten ist einer, der will Fisch. Fisch, Fisch, Fisch gibt's. Und da will noch einer fritten. Frittern! Interessanterweise kippen die sich das sofort in den Schlund, statt es auf den Teller zu legen. Das sind Seemänner, die haben den gesunden Appetit. Wozu brauchen sie dann die Teller? Keine Ahnung. Das ist doch ein Witz. Nein, das ist Stress. Okay, ich werde niemals im Gastronomiegewerbe arbeiten. Auf keinen Fall. Nicht. Wenn ich das hier schon sehe, und das ist nur ein Minispiel, aber es ist realistisch. Oh, du hast es vermasselt. Aber du hast es ja gleich geschafft. Ah. Jawohl! Jawohl, ich habe es geschafft! Ohne Facet! Yay! Ich muss sagen, das war wirklich eine ausgezeichnete Leistung. Auch wenn wir einen Fehler gemacht haben, weil wir zu lange gebraucht haben, aber was soll's. Diese Aufgabe ist erledigt. Haken mach. Hooray! Jetzt müssen wir noch Kartoffeln schälen. Und dann gehen wir bestimmt das schwerste von all den Aufgaben. Und dann gehen wir dem Captain auf den Kranz. Indem wir ihm die schlechteste... Halt, Moment. Ich glaube, ich muss dahin. Da ist bestimmt ein Lager. Und da müssen wir dann Kartoffeln schälen. Nein. Aber haben wir nicht in unserer Liste auch... da. Ofen beheizen. Okay. Mm. Dann machen wir das jetzt mal. Auf. Guten Tag, Herr Miguel. Sie sind hier heute dafür eingeteilt, die Öfen zu beheizen. So sieht es aus. Brauchen Sie eine Einweisung? Das wäre vielleicht nicht schlecht, weil ich keine Ahnung habe, wie man Kohle in einen Ofen schiebt. Sie müssen gleichzeitig alle 3 Kessel beheizen, indem Sie Kohle von Kohlehaufen abholen und damit die Öfen befüllen. Ach, toll. Du und deine Rechtschreibfehler. Naja, besser so als das Bugs auftreten. Erstens das und zweitens
extreme Grammatikfehler. Das kennen wir ja auch aus so einigen Spielen. Ja, Lost Souls. Zum Beispiel. Also wer Lost Souls noch nicht kennt, der soll mal rüber zu Tazuwa gehen. Oh, mal gucken, abonnieren, Favoriten. Nein, vergesst es. An den Öfen befinden sich vierstufige Anzeigen. Das Prinzip ist ganz einfach. Sorgen Sie dafür, dass die Anzeige nicht auf Null abrutscht und halten Sie dies 2 Minuten lang durch. Wenn's weiter nichts ist, das dürfte eigentlich machbar sein. Sonst explodiert das Schiff. In einer nuklearen Superexplosion. Ich glaube, irgendwas läuft falsch mit diesem Schiff. Ja. Was jedoch viel wichtiger ist, befüllen Sie den Kessel auf keinen Fall weiter, wenn die Anzeige auf Stufe 4 steht. Naja, wir werden ja dann sehen, wie schnell das abfällt. Dann dürfte das eigentlich kein großes Ding sein. Oh Mann, ich sehe gerade die Stufenanzeige, die ist winzig. Ich sehe die gar nicht. Ach da, die ist direkt daneben. Ja, ich hoffe, dass die vielleicht noch mit Bildern etwas größer wird. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Weil ich habe schon Probleme mit einer Brille, das zu sehen. Ich sehe es ja auch. Ansonsten fliegt das Schiff in die Luft. Ja gut, das ist auch... Das ist auch verständlich, wenn die Öfen ein bisschen zu sehr beheizt sind. Und sagen Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt, Mr. Anderson. Naja, das wird ein bisschen schwierig, wenn wir sowieso alle sterben werden. Bedenken Sie, dass Sie auf keinen Fall die Kessel überhitzen dürfen, erneut. Nein! Ich werde so viel reinhauen, bis nicht mehr geht's! Ja, ich pass schon auf. Oh, ich darf sogar vorher... ich darf vorher speichern. Danke sehr. Dann kann es losgehen. Oh Gott. Na dann? Okay, man sieht, es ist wirklich sehr klein. Die Anzeige. Ich hau einfach alles auf 3 hoch. Dann dauert das eine Weile, bis da überhaupt irgendwas auf 0 abfällt. Mhm. Ich glaube allerdings, das ist sogar teilweise einfacher zu meistern als das Kellnerspiel. Ja. Aber soll es wahrscheinlich auch. Weil hier relativ schnell was in die Luft fliegen kann. Da drüben ist wieder auf 2. Oi. Es ist aber trotzdem noch stressig. Ja, natürlich. Ah! Weil das Schiff auch in die Luft fliegt, wenn wir es auskühlt. Ja, genau. Es fliegt immer in die Luft. Das Schiff fliegt immer und dauernd in die Luft. Selbst wenn wir das falsche Putzmittel benutzen. Das ist ein Selbstzerstörungsschiff. Das ist das ultimative Explosionsschiff. Schiff, ja. Zurückspulen. Bleib hier bloß dauernd hängen. Nein! Flamme, erwache! Flamme an! Wie sie bei den Fantastic Four so gerne sagen würden. Aber jetzt geht der gleich links da aus. Ich sehe es gerade! Oh, Stress. Nicht rumtrödeln. Oh, und ein Ofen. Ah, nein! Ach, verdammt, so wird das nix! Verdammt, das muss ich nochmal machen. Das kratzt an meiner Let's Player-Ehre. Das muss ich jetzt. Die Let's Player-Ehre. Ja, die Let's Player-Ehre. Die ist eine ganz wichtige. So. Versuchen wir das nochmal. Denken Sie, bla. Das brauchen wir uns nicht großartig zweimal sagen lassen. Wenn ich bloß nicht dauernd hängen bleiben würde. Links. Ja. Oh! Anstrengend! Wahrscheinlich gleich wieder links. Hey. Als wüsstest du das! Tja.
Ich habe halt den nicht gestressten Blick gerade. Keine Sorge, es ist nicht höher als 4. Ja, es darf ja zum Glück Stufe 4 sein. Das ist das Gute. Wenn ich bis nicht dauernd hängen bleiben würde. Ich hab's relativ gut unter Kontrolle. Nein, du kannst es nicht kontrollieren. Nein, nicht ausgehen! Das Feuer wird dich verschlingen. Das ist ein Ofen. Ist doch egal, das Schiff fliegt trotzdem in die Luft. Es muss immer ein in die Luft fliegendes Schiff geben. Oh. Schiffe fliegen grundsätzlich immer in die Luft. Natürlich, das ist die natürliche Eigenschaft von Schiffen. Alles andere wäre der Natur. Ja, da ist wieder einer. You can do it. Oh,